Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem weiteren Teil von Let's Play Empire Total War, die imperiale Kampagne mit den Schweden. Und im letzten Teil haben wir diese Provinzhauptstadt hier belagert. Die werden wir jetzt mal noch ganz schnell angreifen und noch eine weitere Provinz einnehmen. Bild mir mal noch ein paar von den Truppen wieder fort. Ich glaube, ich habe da jetzt nichts komplett verloren, oder? Nee, ne? Sieht soweit ganz gut aus. Ja, und warum hast du hier den Hafen demoliert? Das habe ich vorhin irgendwie nicht so ganz verstanden. Irgendwie musste die Marine da reinsegeln und das Ding platt machen. Was ich irgendwie ein bisschen blöd fand, aber ist okay, wir werden das Ding nächste Runde reparieren. Das ist immer ein normaler Handelshafen, ne? Ja. Okay, gut. Dann geht's jetzt weiter. Nächste Runde. Ah, sehr schön. Da sind ja noch meine Handelsflotten. Stimmt, ja. Das ist ja auch noch so eine Sache. Wir treiben ja jetzt seit einiger Zeit verstärkten Handel auf internationalen Schauplätzen. Und ich glaube, einen Handelsposten, den haben wir noch nicht erkundet. Oder noch nicht so genau erkundet. Ach genau, Asien muss ich mir noch angucken. Ja, dann schicken die Franzosen ihre Missionare mal wieder bei uns rum. So, und die Österreicher greifen das Krimkhanat an, haben da eine wichtige Schlacht gewonnen und werden jetzt wohl deren Hauptstadt belagern. Oder sie haben sie schon eingenommen. Ich sehe es jetzt leider auf der Karte nicht so gut. Die ist nämlich gerade so ein bisschen grau hinterlegt. Preußen macht den Epileppideppi und schickt eine Flotte Richtung Dublin. Aber was sie damit machen, weiß ich noch nicht genau. Das ist natürlich problematisch, falls wir in den Krieg verwickelt werden, haben wir viele internationale Handelsplätze, die wir schützen müssen. Vielleicht beschränken wir uns dann auf einen einzelnen. Das Krimkhanat zieht sich mit der kompletten Armee zurück Richtung Nordasien, Nordwestasien in dem Falle. Das ist ja echt ein schöner Scheiß. Wir haben die Seemaschine erforscht, das ist doch mal gut. Ich will das jetzt mal hier gerade sehen. Es gehört noch, gehört es nicht den Österreichern. Ach, jetzt komm, ey. Ich sehe das nicht. Ich will aber auch nicht weiter Richtung Süden runter. Aber doch, wartet mal gerade. Tatsache, die Österreicher haben es erobert. Die öffentliche Ordnung da ist eigentlich ganz gut sogar. Naja. Krim, Österreich im Frieden, ja. Krass. Hätte ich jetzt nicht unbedingt gedacht. Dann, Fraktion vernichtet, Irokesen-Konföderation, okay. Flotte kommt an, Eckward Levenhaupt. Das war einer von der Sache. Ja, okay, gut. Sehen wir gerade hier runter. Osman haben wir noch hier in Asien. Und Großbritannien. Okay. Waren das nochmal? Waren die Spanier hier unten? Nee, ne? Ja, dann segel mal wieder hierhin zurück. Segel du mal hierhin. 320 und 320. Achso, das teilt sich dann vermutlich auf, oder? 1065, ja, das ist doch ordentlich. Gut, Flotte kommt an. Das war hier. Ja, das Schiff müssen wir dann wohl versenken. Ja, es tut mir leid, aber wir haben keine Bewegungspunkte mehr und werden auch nie wieder im Leben irgendwelche bekommen. Alles klar, du setzt dich hier um auf den Handelsposten, bitte. 420 und 420, ja, ist identisch.
Rekrutierungsbericht. Ganz viele Ostindienfahrer, so muss das sein. Wow, der Baubericht ist sehr umfangreich diesmal. Ich bin auch froh, dass mir die AI Bescheid gesagt hat. Ich hätte sonst gar nicht gewusst, was ich alles gebaut habe. Hier laufen wir herunter. Das ist die letzte Fraktion hier unten. Holen wir mal hier 4 Milizeinheiten. Die sind eigentlich cool, die Stammeshilfstruppen. Die sind nicht ganz so cool. Das Coole bei denen ist halt, dass die vom Pferderücken schießen können, meine ich. Hitzeresistent. Diese Männer werden bei Hitze nicht so schnell erschöpft. Hohe Kondition. Schleichpfade. Verbergen in leichtem Gebüsch. Kann sich immer. Kann plänkeln. Ja. Ja, die sind ganz cool. Ich weiß nicht, ob wir Maracaibo, ob das jetzt so eine tolle Sache ist, dass wir das haben, aber ich finde es jetzt mal so auf den ersten Blick ganz passabel. Bauen wir das Teil hier aus. So, dann reparieren wir das in der Runde. Genau, dann können wir da auch noch ein paar Handelsschiffe bauen. Das ist momentan so das, was wir dauernd machen. Nachdem wir hier die Piratennester vernichtet haben. Genau, du wirst nächste Runde repariert. Das ist unsere Superwerft. Da können wir vielleicht nochmal ein Linienschiff bauen. Naja, ist ein bisschen teuer jetzt. Bauen wir nächste Runde. Bauen wir hier einen normalen Hafen. So. Dann zeig mir mal gerade noch Europa. Und dann werden wir mal noch hier schnell unsere Ostindienflotte zusammenbringen. So, wir hier noch einen Trockendock bauen. Ich glaube, wir können auch mal... Wir bauen hier mal das Trockendock und warten noch eine Runde mit den nächsten Ostindienfahrern. Ja, hier rüber bitte. So, was wollte ich mir nochmal angucken? Also Brasilien haben wir uns angeguckt, Asien kennen wir auch, Elfenbeinküste kennen wir auch, Ostafrika kennen wir noch nicht so gut. Gucken wir uns Ostafrika nochmal an. Alles klar. Ja, also den Lebemann, den will ich mal definitiv hier unten behalten. Was macht denn das Krimkanat jetzt mit der kompletten Flotte? Die haben ja nur eine Provinz, oder? Warte mal. Ah ne, das sind die barbaresken Staaten. Und die Preußen in Tunis, das ist einfach so geil. Nächste Runde holen wir uns hier noch eine weitere Einheit. Ja. Okay. Sehr schön, nächste Runde. Ich bin echt beeindruckt, dass die Briten wirklich so wenig geappelt kriegen. Also, ich hätte ihnen da etwas mehr zugetraut. Ach nee. Österreich zieht sich da komplett zurück. Krass. Ui, da sind aber viele Edelmänner am Start. Haben die Preußen ihnen gerade eine Provinz weggenommen? Nee, kann eigentlich nicht sein, oder? Genau, du machst mal deinen Zappel, Philipp. Oh, vom Osmanischen Reich sind wir jetzt gerade gar nichts. Das Maratenreich müsste jetzt eigentlich mal gleich das Mogulreich aufgerieben haben.
Oder auch nicht. So, das Krimkhanat zieht sich jetzt zurück in seine letzte Provinz, ist das so? Wir könnten denen ansonsten nur anbieten, ob sie ein Protektorat von uns werden wollen, aber dann kriegen wir am Ende nochmal Palaver mit Österreich. Ein protestantischer Missionar, der hier entstanden ist. Ja, schick mir den mal ruhig hier runter. Mach mal die Pelzbörse aus. Wir können ja auch Pelze mit den anderen Fraktionen handeln, hoffe ich mal. Unsere zuverlässige Milizarmee, die uns fast komplett Russland erobert hat. So, dann stirbt noch ein Staatsbeamter. Und dann stirbt unser Admiral. Okay, da sollten wir vielleicht nochmal irgendwas gegen tun. Oder was für ihn tun, damit wir irgendwann nochmal einen neuen Admiral bekommen. Zufriedenheit ist gut. Dann bilden wir mal die Truppen fort. Bauen den Hafen aus. Holen uns zwei Milizeinheiten hier. Die Zuckerplantage aus. Holen uns zwei Milizeinheiten hier, damit wir also so immer vier Milizeinheiten da drüben haben. Flotte kommt an. Der Johannes Falzkock. Cooler Name. Schaut mal hier. Das ist jetzt Ostafrika. Das ist das Krimkhanat. Alles klar. Da sind noch einige andere. Nee, die ist frei. Da sind aber einige frei, oder? Hä? Savoyen. Aha. Schreiben wir uns mal auf. Wie bringt das Ding nochmal 1500? Na, das ist ja super. Einheit rekrutiert. Okay, Baubericht. Ja, stimmt. Ach, ich wollte hier noch ein paar Handelsschiffe bauen, ne? Und eine neue Stadt entsteht. Vilnius. Da ist die Zufriedenheit sehr gut eigentlich. Ich würde sogar fast so weit gehen und sagen, dass wir jetzt hier unsere vierte Universität bauen. Ja, machen wir. Gut, dann entsteht noch eine Stadt. Bialystok. Oh, habe ich das? Das habe ich verwechselt. Warte mal, ich wollte dann doch hier unsere neue. Ach so, Moment mal, die sind so happy wegen der Riesengarnison, ne? Mach mal gerade weg, warte mal kurz. Ich meine, weil hier ist nicht eine einzige Einheit sogar an die Zone drin und hier ist das Ding ist halt komplett voll, ne? Nee, wir machen das ein bisschen anders. Wobei, auf der anderen Seite können wir das Teil noch ausbauen. Ich weiß es nicht genau, wir bauen mal hier so ein Wirtschaftsgedöns, so eine Werkstatt. Wir können auf der anderen Seite auch nochmal ein Kloster bauen. Beziehungsweise so eine Kirchenschule. Ja, machen wir mal das. Also wir machen ja jetzt momentan auch viel Geld durch den Handel. Das müssten wir uns eigentlich leisten können. So, protestantischer Missionar. Der irgendwo hier in der Nähe sein muss. Habe ich den schon bewegt? Ah, ich habe ihn schon bewegt. Ich habe ihn nur übersehen, alles klar. Machen wir mal gerade einen Quick Save.
So, 2600 Kröten haben wir noch. Was sagen denn hier unsere anderen europäischen Nachbarn? Minus 11 geht eigentlich noch. 130, 281. Mit wem haben die denn so Krieg? Mit den Briten. Wir können natürlich gegen Großbritannien einen Plot aufziehen. Spanien. Minus 6. Es geht eigentlich noch. Österreich. Immer noch minus 25 wegen Missachtung von Abkommen. Wo sind denn die? Ach nee. Die gibt's auch noch. Wenn die jetzt nicht so unfreundlich wären, könnten das nur interessante Verbündete werden. Geh mal gerade auf die Karte. Es ist Venedig. Verbinde mit Persien. Krieg mit dem Osmanischen Reich. Nee, das ist dann nicht so ganz unser Fall. Tja, aber ich bin ja eigentlich noch der Meinung, wir bleiben ein bisschen hier drüben in Ost, im nördlichen Südafrika. Fregatte 6. Klasse, wo ist mein Linienschiff? Das können wir jetzt zum Admiralsschiff machen. Haben wir jetzt mal einen neuen Admiral auf einem fetten Schiff. So muss das doch sein, oder? Und dann, weiß ich nicht, keine Ahnung, dann segelst du mal hier noch so ein bisschen rum und guckst dir mal so ein bisschen hier die Situation an. Es tut dir mal ganz gut, keinen Krieg an der Backe zu haben. Wir haben noch 69 Jahre Zeit, um unsere Siegbedingungen zu erfüllen. Ja, genau, das sollen die Franzosen mal machen. Die sollen mal den Preußen schön ihre katholischen Missionare rüberschicken. Da freuen die sich bestimmt ultra drüber. Genau. Ich weiß ja nicht genau, ob es sich nochmal lohnt, ein Bündnis mit Österreich abzuschließen. Das ist saugut. Ich habe ja immer noch so im Hinterkopf, dass ich den Rücken möglichst frei haben will, wenn ich Preußen angreife. Aber ob wir das schaffen, ich weiß es nicht. Also wir haben mal keinen Krieg mit Österreich. Es wäre jetzt natürlich eine Möglichkeit, Österreich den Krieg zu erklären, um das Krimkhanat einzunehmen und jetzt möglichst schnell so viele österreichische Armeen zu vernichten, wie es irgendwie geht. Auf der anderen Seite wäre ich ganz froh, wenn das Krimkhanat mal mit dieser Armee noch was gegen die Österreicher unternehmen würde. So, dann haben wir die Längengraduhr erforscht. Wie wäre es denn jetzt aber mal, wenn wir statt der ganzen, sollen wir noch ein Marinekolleg bauen? Bauen wir noch ein Marinekolleg und dann nehmen wir den neuartigen Bajonettdrill. Ja, ich glaube, das ist okay. Und, Novgorod ist okay von der Technologie her. Ja, Wohlstand der Nation. Das sollten wir danach machen. Das bringt ja richtig fett Kohle. Ja, ich glaube, wir machen den Wohlstand der Nation im Anschluss. Ich meine, wir können dann nochmal unsere Universitäten ausbauen. Das ist doch auf jeden Fall eine Idee. So, Flotte kommt an. Zeig mir doch mal gerade, wer da jetzt noch so ist, außer Savoyen. Großbritannien. Und Persien. Mhm.
es würde mich ja jetzt auch gar nicht überraschen, wenn die Briten hier eine Flotte hätten, wo so eine riesige Armee drauf ist. Einfach nur, weil sie es können. Eigenschaften erhalten. Was gibt es hier? Plus 1 Zufriedenheit und Decorum. Das. Klugeneral umgibt sich mit talentierten jungen Männern. Ja, wir müssen noch mal ganz kurz in unser Kabinett schauen. Da ist doch vorhin noch ein Minister gestorben. Welcher war denn das? Ich weiß es nicht. Regierungsbeliebtheit 59%. Hoffentlich Tendenz steigend. Ja, hier müssten wir mal was machen. Warte mal, wir machen 18.000 Steuern, 19.374 insgesamt. Das heißt, unser Handelsvolumen finanziert unsere Armee. Krass. 41.375 pro Runde, das ist gut. Prestigerang grandios. Genau, wo kann ich nochmal meine Prestigewertung sehen? Das ist irgendwo hier, oder? Ach, da schau mal einer an. Ist ja gar nicht so schlecht. Hätten wir dann jetzt eigentlich schon den Prestigesieg erreicht? Weiß nicht genau. Ja, uns fehlt noch eine Siegprovinz und noch drei Provinzen insgesamt. Dann sollten wir mal gucken, dass wir damit so langsam zu Ende kommen. Aber wir müssen auf jeden Fall, wir müssen ja Preußen angreifen. Da will ich, dass wir vorbereitet sind. Probieren wir mal hier noch ein paar Schiffe. Bahamas gehören zum Maratenreich. Krass. Tatsache. Ist ja auch interessant. Ist auch interessant. Neue Stadt entsteht. Was brauchen wir denn hier? Zufriedenheit. Und da kommt noch eine hin. Ich sag mal, wir machen es auf Nummer sicher und nehmen die Poststation. Und dann mit der nächsten Stadt bauen wir nochmal was Militärisches oder. Nee, nicht Militärisches, was für die Wirtschaft. Gut. Ja, geh schon mal hier rüber. Ich habe einen militärischen Zugang bei denen. Ist ja nett. Ist ja echt nett. Bauen wir mal hier eine Verteidigungsmauer hin. Bauen wir hier eine Eisenfabrik. Eine Webhütte. Und dann bauen wir mal noch ein paar. Dann bauen wir mal noch ein paar Ostindienfahrer. Ach genau, warte mal, du kannst doch hier diesen Hafen ausbauen. Das machen wir vielleicht mal als allererstes. Was sagen denn meine europäischen Kollegen? 51, 9, 1. 48 ist okay. Dann können wir das riskieren. Weiß gar nicht, vielleicht sind das hier ja auch Ultra die Scheißprovinzen und die revoltieren alle innerhalb von ein paar Minuten, aber ich weiß es nicht. Und ich finde es jetzt auch nicht so schlecht, wenn wir hier ein bisschen präsent sind. Ich will ein paar Galeonen haben, aber ich glaube, ich kann keine bauen. Wäre auch noch interessant, aber ich baue ja sowieso überall gerade die Häfen aus. Ja, und wir müssen mal gleich checken, wie Preußen da so mit der Technologie vorankommt.
Ja, genau. Prügelt euch noch ein bisschen. Das ist interessant, dass Österreich sich doch behaupten konnte. Ich hätte es nicht gedacht. Ich hätte wirklich drauf schwören können, dass Preußen innerhalb weniger Runden Österreich wegmetzeln wird. Aber das haben sie nicht gemacht. Und ich hätte auch wirklich mal schwören können, dass die Briten mit irgendeiner schrottigen Pups-Armee mindestens mal in Norddeutschland landen, was sie auch nicht gemacht haben. Also eine Partie der Überraschungen insofern bisher. Und so langsam neigt sich's ja dem Ende zu. So viele Provinzen brauchen wir nicht mehr. Die Frage ist, hält Frankreich still, wenn wir Preußen den Krieg erklären? Wir wissen es noch nicht genau. Ich schicke mir den mal hier runter. Okay, wir haben die Menschenrechte erforscht. Ja, die Staatsschulden erforschen wir als nächstes definitiv nicht. Definitiv den Wohlstand der Nation zuerst. So, Flotte kommt an. Und hat sich das jetzt nochmal aufgeteilt? Sieht aber nicht so aus jetzt, ne? Krass. So, 20.000 Kröten haben wir momentan, Leute. Da kommt was bei rum. Also hat sich auf jeden Fall gelohnt. Kommerzieller Hafen, Goldmine. Die bauen wir aus. Den einen Agenten schicken wir mal hier Richtung Köln. Ich hier keine Festung in der Stadt? Nee, habe ich nicht. Stell sie hier hin. Gut, bereiten wir den Krieg gegen Preußen vor. Das wird eine Zeit lang dauern, bis wir das vorbereitet haben. Oh ja, genau, bau mal hier das Ding und bau die Militärakademie. So, bau mir hier oben. Das geht einfach schneller. Bau mir hier oben mal ein paar Schiffe. So, wo wollte ich mit dir hin? Ach so, ich habe noch gar nichts festgelegt, wo ich mit dir hin wollte. Dann nehmen wir Asien, das dauert glaube ich am längsten, und dann schicken wir die mal dahin. Neue Stadt entsteht, Tschetschenien da gestern. Cool. Da können keine weiteren Dörfer mehr entstehen, dann nehmen wir die Poststation, da gehen wir auf Nummer sicher. Dann werden die Leute da auf jeden Fall auch Ruhe geben. Und in Schweden entsteht nochmal eine neue Stadt. Da bauen wir auch eine Poststation. Denn ich will ja hier irgendwann noch meine Universität ausbauen, bevor die Leute da alle abkotzen. Ich weiß nicht. Kapitelschule, ja. Theologisches Kolleg. Hatte ich hier nicht irgendwie doch. Hä? Ah ja, die normale Schule, ne? Ja, okay. Ich muss mal gucken. Also ich glaube, ich kann nur noch 2, 3 Minuten aufnehmen, weil meine Festplatte gleich voll ist. Aber wir schauen mal. Sekunde bitte. Ja, ist de facto so. Ich kann nicht mehr lange aufnehmen. Deswegen würde ich sagen, machen wir jetzt an der Stelle Schluss mit dem Part. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken. Bleibt auf jeden Fall dran. Es geht zwar momentan noch friedlich zu, aber der Schein kann ja auch mal trügen. Es wird auf jeden Fall noch heiß hergehen. Und ja, Österreich
hat sich so langsam wieder erholt. Damit kommt auch wieder so langsam Österreich als Verbündeter für uns in Frage. Wie werden wir uns gegen Preußen schlagen? Das wird eine Herausforderung. Ich freue mich, wenn ihr dann dabei seid. Wünsche euch bis dahin alles Gute. Ich sage, macht's gut bis dahin. Tschüss.